Giftgeröre, die Stimme ja bewusst. Rosen, die Pflanzen, das sind Geschöpfe desselben Schöpfers wie wir. Und ich genieße immer mehr die Mitgeschöpflichkeit mit allem, was uns die Natur bietet. Und finde, dass dieses Gefühl der Mitgeschöpflichkeit mit allem, was lebt, sollte immer mehr in das Bewusstsein eindringen und unserem unsinnigen materialistischen Entwicklung durch Technik und so weiter ein Gegengewicht bieten und damit wir zurückkommen zu den Rosen, zu den Blumen, zu der Natur, wo wir hingehören.